Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Ja, das ist ein Tag-Video. Ich wurde getaggt von einem Affen. Ja, ihr könnt mich für bescheuert erklären. Ja, es ist so gewesen. Ich wurde von einem Affen getaggt. Und zwar heißt dieser Affe Cassius. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Wenn nicht, dann beschmeiß mich bitte nicht mit Pupu. Ja, auf Naturkaviar stehe ich nicht. Grüße an dich, Benny. Ich wurde getaggt, wie gesagt, von Storms Affen. Und da habe ich jetzt ein paar Fragen und die will ich natürlich auch beantworten. Gut, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. PC oder Konsole? Ja, beides. Ich sitze jetzt seit neuestem, ich habe jetzt auch wieder einen PC, am PC und bin da am Daddeln und Videos machen, aber auch Konsole. Also ich sitze an beiden Sachen und je nachdem, wo ich gerade mal ein neues Game habe. Na, ansonsten beides. COD oder Battlefield? Weder noch. Ich spiele im Moment nichts von diesen beiden Games. Wenn ich aber die Wahl hätte, dann würde ich doch COD nehmen. Ja, ich entscheide mich für COD. Headset oder Großmembran? Headset. Ich hatte ein Großmembran-Mikrofon gehabt, das von Thomann, das dieses Steak da, dieses T-Bone, 440 irgendwas, das hatte ich, aber das war mit meinem, da hatte ich noch keinen großen PC, also da hatte ich nur noch meinen Laptop, das war mit Windows 8 nicht kompatibel. Es lief zwar schon mit Windows 8, bloß ich konnte die Empfindlichkeit von diesem Headset, von diesem Mikrofon nicht einstellen. Also besser gesagt, ich musste das auf komplett 100% einstellen, damit man irgendwas gehört hat. Ja. Hat leider nicht mit Windows 8 funktioniert, also habe ich das irgendwann mal einem Mädel verkauft. Die wollte es unbedingt haben und bin sogar noch voll vom Preis runtergegangen. Ja, ich habe es verkauft. Und jetzt hatte ich mir mal zum Geburtstag dieses Triton Kunai geholt, was allerdings nicht auf der Verpackung stand, dass es auch mit Windows kompatibel ist. Ja, selbst mit Windows 8. Wird sofort erkannt. Ansonsten war das eigentlich nur für die PS3, PS Vita und für die PS4. Funktioniert super, ich bin damit super zufrieden, hat auch nur irgendwie 50 Ocken gekostet. Geiles Ding. So, okay, weiter geht's hier. Vergeben oder Single? Ich bin verheiratet. Ja, ich wurde geschnappt. Man hat mich verpflichtet. Ja, ich bin verheiratet mit einer super Frau. Lass mich lügen. Ich glaube 14 Jahre sind wir schon in der Ehe. Läuft wunderbar und einfach eine Sahnefrau. Gut, Poker oder Blackjack? Weder noch, ich spiele keine Karten. Ganz kurz beantwortet. Schlafen oder zocken? Zocken natürlich. Wobei, Schlaf darf auch nicht fehlen, also liebe Leute, zockt nicht 24 Stunden durchgehend, sondern gönnt euren Körper auch eine Pause. Also ich mach's auch. Ich gehe hin und wieder mal raus, eine rauchen. nein. Eigentlich ja beides. Ne? Also natürlich am liebsten zocken. Gut, was haben wir denn hier noch? Moment, ich muss den Auszeiger beiseite packen. Twitch oder Hitbox. Ja, da bin ich noch einmal überlegen. Wenn ich mal streame, dann würde ich ja gerne bei der PS4 Hitbox nutzen, aber PS4 hat Hitbox noch nicht drinne, sondern nur Twitch und Ustream oder wie der andere da heißt. Vielleicht kommt Hitbox ja auch noch mit rein, dass man irgendwie einen anderen Anbieter da eintragen kann. Ansonsten, wenn ich das mit der Elgato machen sollte, dann würde ich das mit Hitbox machen, weil, weiß nicht, Hitbox finde ich irgendwie doch ein bisschen besser. Gut. McDonald's oder Burger King?
Es ist mir eigentlich relativ latte. Es kommt drauf an, wenn ich unterwegs bin, was ist näher dran? Also, ich mag beides. Je nachdem. Ja, ich mag beides. Facebook oder WhatsApp? Ich habe kein WhatsApp, ich habe nur Facebook. Das langt. TV oder YouTube? TV schaue ich sehr selten. Ich schaue mir nur TV an, um die Nachrichten zu sehen. Ansonsten, wenn ich mal die Glotze anmache und ich nicht an der PS4 oder PSTV zocke, dann schaue ich mir Amazon Prime oder Amazon Instant Video an. Ja, da bin ich doch des Öfteren vertreten. wo sind wir? Samsung oder iPhone? Ja, natürlich Samsung. Ich habe einen Samsung Fernseher, ich habe einen Samsung Tuner, ich habe ein Samsung Tablet. Ja, aber ein Handy habe ich nicht von Samsung. Wenn ich mal groß und reich bin, dann würde ich mir wahrscheinlich auch nur ein Samsung holen. Ja. Sixpack oder Fass? Ich trinke eigentlich nicht so viel. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann vom Fass. Ja. Hund oder Katze? Ja. Wenn ich so an den Hund von Storm denke, dann doch eher so der Hund. Ich bin ein Mensch, ich wurde mit Tieren erzogen. Also meine Mutter hatte früher oder meine Eltern hatten früher ein Zoo zu Hause. Wir hatten vier Katzen, fünf Hunde, zwei Papageien und Fische hatten wir und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir hatten eine Menge Tiere zu Hause und bin halt mit Hunden und Katzen aufgewachsen. Fehlte nur noch der Affe. Sind wir schon bei der letzten Frage. Deutsch oder Englisch Rap? Weder noch. Ich höre gar keine Form von Rap oder sonst irgendwas. Ich höre sogar sehr selten Musik. Wenn ich mal Musik höre, dann habe ich... Ich wollte die CD, wollte ich mir hinlegen. Egal. Ich habe von Chris Hülsbeck habe ich eine CD und wenn, dann ziehe ich mir diese rein. Ja, da ist Hurricane-Musik drauf und alles. Na, ich bin eher so der... Ich höre lieber Musik von irgendwelchen Computerspielen oder so. Aber jetzt auch nicht hier voll mördermäßig. Aber normalerweise höre ich überhaupt keine Musik. Weiß nicht warum. Ja, das waren auch schon die Fragen. Mein Gott, das ging aber schnell. Hätten ruhig etwas mehr sein können, du Affe. Wen soll ich jetzt taggen? Ich weiß es gar nicht. Wen hat eigentlich der Cassius so noch getaggt? Da muss ich doch gleich mal gucken. Den Flassi, den Fali, den Tom, den Dooku. Ja, Dooku. Dookus Ballerbude, geil. Ich werde denn mal taggen. Ich bin völlig unvorbereitet. Ich muss jetzt mal ganz kurz in meine Abo-Box gucken, ob ich da irgendwelche Leute habe, die ich gerne getaggt haben möchte. Am liebsten würde ich ja den Möhrchenmann taggen, aber der Möhrchenmann macht leider keine Videos mehr. Also, dann tagge ich einfach den LogiTV. Yay, Logi, du österreichischer Hahn. Ich werde dich hiermit taggen. Und ich werde natürlich taggen den Natursektkenner Mr. Benny Five. Ja, ich tagge im Moment nur diese beiden. Ich werde nach dem Video nochmal genauer schauen. Vielleicht kommt noch der eine oder andere dazu. Ansonsten sind LogiTV und Mr. Benny Five getaggt. Ja, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns. Bis denne. Lass mal hier einen Schluck Kaffee nehmen.